Und damit willkommen zurück zur zweiten heutigen Folge von Let's Play Gothic. Ja, vorher haben wir den Fokus bei Iberien abgeliefert. Außerdem uns mit dem, in Anführungszeichen, netten Korkalom unterhalten und einen neuen Auftrag angenommen. Jetzt müssen wir zu den Minecrawlern. Außerdem habe ich ein Level up verteilt und mir ein paar Feuerballspruchrollen geholt. Und ja, jetzt werden wir als erstes, wie versprochen, uns das Konzert geben. Beziehungsweise mir ist noch eine Sache eingefallen, die wir vielleicht davor machen. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch an Bullet erinnern, den Gardisten, der uns am Anfang auf die Fresse gegeben hat, was die anscheinend die Taufe nennen. Ich gehe jetzt oben rum. Und ich will kurz testen, ob wir den schaffen. Ich weiß schon, ich habe gesagt, dass wir... Ah, hier wieder Morgenwäsche unten. Ich habe gesagt, dass wir gleich das Konzert uns antun, aber... Also was heißt antun? Uns geben. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine... mit nur 10... Ernsthaft, Bloodwin? Ich bin Schatten und du machst mich immer noch an wegen Schutzgeld? Immer noch nein. Pass gut auf. Ich habe jetzt auch diese Dialog geskippt, weil den kennen wir. Der macht, ich habe ja bei der letzten Folge noch gesagt, ja, jetzt macht uns bestimmt keiner mehr dumm an wegen Erz, weil jetzt ein Beschatten ist. Ja, denkste, Bloodwin macht das immer noch. Okay. Ich speichere jetzt hier, ganz bewusst, vor der Burg. Und jetzt schauen wir mal, ob wir diesen Typen schaffen. Wir wissen ja, wo der ist ja hier drin. Ich lasse die Finger bestimmt nicht weg, Bullet. Ich werde dich jetzt erledigen. Finger weg. Die Tür zumachen wir natürlich auch. Ja, hier sitzt dieser Bullet rum und ich will zumindest jetzt einmal versuchen, ob wir ihn schaffen können. Ich werde ihn nicht töten, ich werde ihn nur K.O. hauen. Einfach dafür, dass er uns am Anfang in die Fresse gehauen hat, wo wir in die Kolonie ankamen. Nein. Erst mit ihm reden. Für Gomez. Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Ja, der sympathischste Mensch der Welt. Ich werde jetzt dich verprügeln. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. Das ist ganz anders gelaufen. Der macht uns relativ viel Aua, der Bullet. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Neu laden. Der bringt uns übrigens sofort auch um. Also wenn wir jetzt, er hat uns jetzt gerade K.O. gehauen und das ist auch einer von den Leuten, die uns sofort töten. Ja, ich probiere es jetzt dreimal. Das sind ja keine langen Sachen. Jetzt werde ich auch den Dialog überspringen. Ich will halt das schnell erledigen. Finger weg! Boah, hört doch auf mit eurem Finger weg. Ich will nur Bullet K.O. hauen. Der macht uns halt relativ viel Aua. Das ist das Problem. Manche lernen eben gar nichts dazu. So. Für wie? Nein, ich wollte doch gar nicht auf Ende drücken. Was soll denn das? Für ich bin gekommen. Ja, dann komm. Alter, meine Fresse, der Typ kotzt mich schon wieder an. Ja, das war jetzt natürlich nicht toll, ich wollte halt erst anlaufen, weil der macht mir diesen extra Schaden. Okay, das ist jetzt der dritte Versuch. Wenn wir ihn jetzt nicht schaffen sollten, dann, also ich werde mich noch an Bullet rächen. Man muss eben... Gibt uns ja auch ein bisschen zusätzliche Ausrüstung und so. Finger weg! Ich würde ihn halt gern jetzt schaffen. Wir könnten natürlich auch... mit Magie und Pfeilen arbeiten, aber dann würden wir ihn halt töten und töten will ich ihn auf keinen Fall, weil sonst bekommen wir Ärger. Ich will ihn nur K.O. hauen. Das war so klar, dass es Ärger gibt. Für Gomez, wen? Ja, bla bla bla. Ich bin. Ja, dann komm! Okay, den schaffen wir noch nicht. Der Charakter schlägt einfach zu langsam zu.
Ja gut, wie lange haben wir jetzt verbraucht? 6 Minuten. Ja okay, dann gucken wir uns jetzt das Konzert hier an. Erst müssen wir dafür hoch zu Grimm. Hey, hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell, sonst versäumst du noch den Auftritt. Bevor man nicht zu Grimm geht, geht das überhaupt nicht los. Er geht jetzt runter zur Bühne und das machen wir auch. Ja, in Extremo. Kurz bevor es jetzt anfängt, ich hoffe, dass dieser Part nicht von YouTube gesperrt wird wegen GEMA oder irgendwas, weil ich dieses Konzert verdammt geil finde. Ich bin ja so ein Mittelalter-Fan, was Musik angeht, wissen vielleicht einige von euch. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber ich finde das Konzert enorm geil und wir werden es uns zumindest für eine gewisse Zeit geben. Hier sind halt die ganzen Leute. Hochverehrte Erzbarone, geehrte Gardisten, Schatten und Butler, ich präsentiere Ihnen In Extremo. Und ich gehe aufs Dach, weil da habe ich bessere Sicht. Es ist das Lied Herr Manelik von In Extremo, kennen vielleicht einige. Und ja, hier ist alles geboten. Hier haben wir einen Feuerspucker, hier haben wir eine Tänzerin. Und die Band natürlich. Übrigens auch die Originalnamen, soweit ich weiß, aber da habe ich nie genau nachgeschaut. Jetzt will ich kurz die Atmosphäre von diesem Musikstück genießen. Okay, wir wollen ja auch nicht den ganzen Part dafür verschwenden. Also die spielen jetzt das ganze zweite Kapitel durch, man sieht hier noch ein bisschen Feuerstöße und so. Die spielen jetzt das ganze zweite Kapitel durch, leider nur das zweite. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht von YouTube geskippt wird. Ja, sorry, wenn jetzt manchen der Auftritt zu kurz war, den ich jetzt da verbracht habe, aber wir wollen ja auch was schaffen im Part. Wir kommen hier noch innerhalb des zweiten Kapitels ins alte Lager, das heißt, ne? Wir werden noch mal in Extremo sehen. So, jetzt gehe ich in den Nahkampf. Wir wollen keine Pfeile verschwenden auf dem Weg. Wie kam das? Boah, dieses mit dem langsam angreifen. Der hat uns jetzt ein bisschen geschadet und das hätte er nicht geschafft. Ja, ein Höllenpilz. Dieses ein bisschen Schaden hätte er nicht geschafft, wenn der Charakter schneller zugeschlagen hätte. Er schlägt ja deswegen so langsam zu, weil wir halt ungeübt sind. Wenn wir uns skillen würden, dann würde er schneller zuschlagen. Die Sache ist halt die, ich würde mir eventuell Lernpunkte aufsparen. Weil wir eventuell auch Magier werden und dann bringt uns halt die Waffe nichts. So. Die Scavenger noch erledigen hier. Weil Erfahrung und Fleisch, das man verheilen essen kann, das kann man halt später brauchen. Ja, ich finde es echt cool, dass es in diesem Spiel wirklich so einen virtuellen Auftritt von der Band gibt. Das ist. Sowas hat ja nicht jedes Game. Seraphis. Jetzt gehe ich übrigens den direkten Weg, den sind wir beim ersten Mal nicht gegangen. Aber jetzt dürften wir stark genug sein. Orkblatt. Und einige Wölfe da vorne. Ja, genau deswegen bin ich beim ersten Mal nicht den direkten Weg gegangen. Aber jetzt sollten wir stark genug sein. Für die Wölfe. Seraphis. So, da vorne ist noch ein Waldbärer, aber erst will ich die Wölfe erledigen. Ich töte die Wölfe immer noch absolut ungern. Oh, noch ein Wolf. Aber sie stehen uns halt im Weg. Jetzt zieh doch bitte mal die Waffe. Die Wölfe stehen uns halt im Weg und wir brauchen die Erfahrung.
So, Waldbeere. Ich glaube, hier lagen auch noch mal ein paar Sachen, die man verkaufen konnte. Da oben sind ein paar Blutfliegen, Höllenpilze. Ich gehe jetzt einfach hier mal den Weg lang. Den kennen wir ja eh noch nicht. Rockblatt, da sehe ich einen Mulrat. Ja, der Mulrat ist kein Problem. Auch drei Mulrats sind kein Problem, aber jetzt müssen wir uns mal wieder heilen. Waldbeeren und rohes Fleisch. Und ich heile mich erstmal. Was? Wir haben kein volles Mana, sehe ich gerade. Das finde ich gar nicht so toll. Wir werden ja in der Mine das erste Mal dann zaubern, weil wir haben uns die Spruchrollen zugelegt. Naja, ganz ehrlich, das Mana füllen wir uns später wieder auf. Mana-Tränke haben wir halt nicht, wir haben nur... Ja genau, Krugschüssel, Bier. Ich sage, hier kann man noch ein bisschen plündern, einen Trank. Was ist ein Mana-Trank? Ja, ein Mana-Trank. Essenz magische Energie, Mana-Bonus 30, sehr schön. Könnten wir brauchen. Hier nochmal... Nachtschatten und Orkblatt. Und da sind noch Scavenger. Oder ein Scavenger. Für rohes Fleisch. Ich werde jetzt natürlich nicht den ganzen Weg waldig forsten. Es gibt ja noch viel mehr, aber wir wollen ja schnell vorankommen. Wir sind jetzt gleich bei der alten Mine drin und dann mal gucken. Ich bin ja immer noch sehr, sehr ungern hier wegen halt den Minecrawlern, aber wir haben halt leider nicht eine große Wahl. So, hier sind wir mal wieder. Das ist jetzt der zweite Besuch in der alten Mine. Der erste war ja wegen der Prüfung des Vertrauens. Und hier, wie gesagt, hier draußen ist nichts los. Habe ich ja bei der freien Mine in dem Part gesagt. Deswegen finde ich die freie Mine etwas cooler, aber gut. Ist jetzt gerade relativ unwichtig. Hier speichere ich jetzt nochmal. Ja, blöd ist mit Bullet. Ich dachte halt, wir können ihn umhauen, aber der macht ja unfassbar viel Schaden. Ich denke mal, wenn wir die schwere Schattenrüstung haben, dann sollten wir ihn schaffen. Dort sind wir in der Mine drin. Kennen wir ja noch. Hallo Drake. Für Gomez. Für Gomez. Wir sehen uns. Okay, ich dachte, er hätte was zu sagen, aber hat er nicht. Ich gucke jetzt hier kurz nochmal bei dem Santino und bei dem anderen Händler. Für Gomez! Bei dir kann ich. Für den Fall, dass die hier Waffen haben oder so. Ne, Pfeile, Tränke, aber nichts, was man gerade braucht. Okay, wir haben ja ein bisschen was Verkaufbares, ne? Schau ich kurz. Ja genau, die eine Schüssel können wir loswerden, den einen Krug können wir loswerden. Die drei Felle und sechs Zähne können wir loswerden. So, für die sechs Zähne kriegen wir 30 Erz. Genau. Dann 15 Erz für die drei Felle, das sind 45. Damit sind es 50 und damit sind es 52 Erz. Was er sich nicht leisten kann. Okay. Dann 35. Und vielleicht noch einen Trank. Dann hole ich mir jetzt hier nochmal so einen Mana-Trank. Der kostet 25. 35. Okay, dann gibt er uns nur 30 Erz und den Trank. Was? Zu viel? Wieso das? Das hier sind es 55 und das hier sind 30, 45, 50, ach 54. Wegen dem einen Erzbrocken, ja gut. Alter, warum spackst du gerade? Das passt mir gerade sowas von gar nicht.
Okay, in zwei Schritten. Erstmal für 35 Erz ihm Sachen verkaufen. Also das hier sind auf jeden Fall 30 Erz. Und das hier sind 35 Erz. Krug und Schüssel erstmal weg. Warum auch immer das jetzt gerade wieder spackt, keine Ahnung. Gut. Bei dir ich. Und jetzt zum zweiten. Das nervt mich gerade. Das kostet nämlich Zeit. Hier haben wir jetzt 10. 15. Und wie viel kostet der Trank? 25, ja gut. Dann machen wir das mit dem Trank dann bei dem zweiten Händler. Diesem Händler, der bei Ian steht. Ich denke mal, mit Ian sollten wir eh reden. Wegen der Aufgabe, die wir jetzt hier haben mit den Minecrawlern. Dürfte ihn ja interessieren. Ich werde jetzt natürlich auch die Minecrawler töten, die wir damals, denen wir damals ausgewichen sind, also die in diesen Nebenschächten. Weil Erfahrung. Übrigens, der Butler hieß Snipes. Ich habe ja da dann danach gesagt, von wegen Sniper, das war natürlich falsch, der heißt Snipes. Nebenbei bemerkt, alten Fehler korrigiert. So, jetzt sind wir gleich bei Ian. Mit Ulbert und Aaron werden wir uns natürlich nicht unterhalten, die mögen uns ja nicht mehr. Nur, da war ja was. So. Die beiden, die drei Gors waren ja nochmal eine Ebene tiefer, soweit ich weiß. Wenn ich mich nicht richtig erinnere. Alberto ist der zweite Händler. Bei dir kann ich. Genau. Oh, Äpfel. Ach, sieh mal an. Ein Apfel fehlt uns ja noch. Den Apfel hole ich mir. Das sind 4 Erz. Ne, wir haben die ganze Zeit nach Äpfeln gesucht, verzweifelt. Okay. Krug und Wolfsfälle weg. Das waren ja 15 Erz, ne? Genau, dann kriegen wir noch 11 Erz zusätzlich. Ja, schön, dann haben wir jetzt auch die Sachen für Baloro, für die angebliche Waffe. Die können wir ihm dann geben, wenn... Ach ja, mit ihren reden. Habe ich jetzt was vergessen. Die können wir ihm dann geben, wenn wir wieder ins neue Lager gehen. Aber nicht sofort. So, Ian. Für Gomez. Für Gomez. Ja, genau. Das dachte ich mir, dass ihn das interessiert. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Du hast keine Zeit, dich um Minecrawler zu kümmern, obwohl die überall in angeblich deiner Mine rumlaufen. Ach, dieser Ian ist schon so ein bisschen schräg. Wir sollen uns ein Zahnrad besorgen. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ah, okay. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich glaube, ich weiß, welchen Schacht er meint. Wir haben da mal einen Stampfer gesehen. So, sie kriegt der Minecrawler. Ian, der Minenboss, will mir nicht helfen, das Nest zu finden. Ich soll ihm erst ein neues Zahnrad für ihren kaputten Erzstampfer besorgen. Er erwähnte einen verlassenen Nebenstollen, in dem sich noch ein alter Stampfer befinden soll. Ja, ich glaube, ich weiß, welchen Stampfer er meint. Okay, genau, hier kommen wir jetzt zum ersten Gor. Gornabar war das, glaube ich. Und hier waren jetzt die... Genau, Gornabar. Und hier waren jetzt die ersten Minecrawler. Da ist schon einer. Davor speichere ich. Jetzt zeige ich euch mal, wie stark diese Viecher sind. 2 Minecrawler. Ich lock den einen an. 3 Minecrawler. Ach du Scheiße. Ich lock den, wie gesagt, an. Ich will die nicht im Team. Ja, wäre das ganz anders.
Ich meine, zur Not haben wir hier die Tempel, aber ich würde die halt gern selber töten, weil Erfahrung. Ja, klar, dass das man muss eben aufpassen, was man. Ganz vorsichtig. Da ist noch ein Mindcrawler. Da ist, kommen sie. Kommt meine Templer auf in die Schlacht? Los. Ja, Waffen wegstecken. Nein, hier sind Mindcrawler. Nein, ich will die Mindcrawler loswerden. Töte doch bitte die Mindcrawler mit mir. Dankeschön. Vier Mindcrawler hier, ne? Vier Aua. Au. Ja, die machen ordentlich Schaden. Vier Schläge von der Mindcrawler und wir sind tot. Und da sind wir tot. Also ihr seht, das mit den Mindcrawlern war nicht gelogen. Die sind enorm stark. Können auch zu den Tieren die warnen übrigens. Ich mach die... Ach scheiße, jetzt sind es wieder drei. Okay. Templer, ihr macht das. Ich schau euch zu. Die sind mir gerade zu stark. Kluges Köpfchen. Crawlerzangen nehmen wir mit. Können wir aus dem Crawler entnehmen. Lass mich mal vorbei. Gibt ja zusätzlich Sekret und vielleicht kriegen wir da eine Zusatzbelohnung von Korkalom. Ja, ja, vier Schläge von so einem Mindcrawler und wir sind tot. Ich habe ja gesagt, die sind stark. Ihr seht, das war nicht gelogen. Wo ist Fleisch essen? Und das sind nur die kleinen Crawler übrigens. Es gibt noch größere, die sind wie Ameisen. Ungefähr so wie bei The Witcher, die, ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Wir haben noch 8 Minuten. Ein Crawler war hier noch. Genau, das ist der hier vorne. Speichern erstmal. Hier speichere ich bei jedem Crawler. Der 30 Erfahrung für einen Crawler, aber hätte er uns noch einmal getroffen, wären wir tot. Ja, sag ich ja, die sind nicht zu unterschätzen, die Viecher. Also was ich sagen wollte, es ist ungefähr so wie bei die letzten ohne Fleisch verbaue ich schnell. Wie bei The Witcher mit den Kikimoren. Diese Mindcrawler sind das, was bei Witcher die Kikimoren Arbeiter waren. Und es gibt auch Krieger. Die sind noch ein bisschen lustiger. Und so, deswegen, ja, Pilze essen. Deswegen wollte ich hier auch nicht hin. Aber man kriegt für einen Minecrawler 130 Erfahrung für einen normalen. Grabenkraut nehmen wir mit. Deswegen habe ich auch beim ersten Mal um die so einen Bogen gemacht. Ihr seht ja, die sind stark. Und eklig. Das sind so richtig widerwärtige Viecher. Der eine Butler rennt hier noch um sein Leben. Ja, weil hier vorher eben die Crawler waren. 6 Minuten. Ich will jetzt pünktlich Schluss machen. Ich habe ja vor dem Part um eine Minute überzogen. Und gestern die letzten auch. Sklavenbrot und Höllenpilz mitnehmen. Ich glaube, hier war dieser Stampfer, den er meint. Ja genau, hier ist nämlich ein Nebenschacht mit einem alten Stampfer. Ich glaube, das ist der Stampfer, den er meint. Wir haben ja schon damals gesehen, dass hier unten auch Crawler waren. Und hier haben wir halt keinen Support. Das Puh, der Sprung war gefährlich. Höllenpilz, Höllenpilz. Ja, wir können jede Heilung brauchen hier. Wir haben ja vorher schon gesehen, dass hier Crawler sind bei unserem letzten Besuch. Du lebst gefährlich, Kumpel, das weißt du, ne? Da drüben sehe ich noch was liegen. Das will ich mir schnell holen, speichern. Ein Skelett mit einer Spitzhacke und einem Erzbrocken und einem weiteren Trank. Ich glaube, ein Heiltrank. Ja. Das Elixier heilender Kraft, 100 Lebensenergie. Ja, die werden natürlich immer besser, die Heiltränke. Nein! Fuck. Ja, okay, puh, wir wären jetzt fast runtergefallen. So ein Sturz bringt uns um. Auch mit Akrobatik bringt uns so ein Sturz um.
Ja, ich weiß halt jetzt nicht, wie viele Crawler da unten sind. Vielleicht gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall. Es sind mindestens zwei. Da liegt, glaube ich, ein Zahnrad. Ich glaube, ich sehe es. Wir könnten natürlich auch einfach nur das Zahnrad nehmen und laufen. Speichern. Waffe ziehen. Jetzt zeige ich euch mal einen lustigen Bug. Man kann im Grunde durch Fallen gar nicht sterben, weil, wenn man jetzt springt, kann man, wenn man dauernd pariert, nach unten sliden. Oh scheiße, drei Minecrawler. Aua, drei Minecrawler, ich laufe, ich laufe. Auf, lass mich, ach. Und tot, ja. Oh je. Yeah. Okay, wir laufen zum Zahnrad. Ich bekämpfe doch keine drei Minecrawler alleine. Ja, da liegt ein Zahnrad. Lauf. Wir könnten die vielleicht mit dem Bogen fertig machen, aber ich glaube, die Pfeile brauchen wir noch. Puh. Geht weg. Die sind nämlich auch ganz schön fix unterwegs. Aua. Oh, lauf doch nicht gegen das Zahnrad. So, hier, Zahnrad nehmen. Wir haben das Zahnrad. Lauf. Auf nach oben. Leitern können nicht ersteigen, was sehr gut ist. Ja, das sind drei Crawler hier. Ich weiß schon, die bringen uns halt für jeden 130 Erfahrung, aber das sind drei Crawler hier. Die schaffen wir alleine, glaube ich nicht. So, Zahnrad. Es stammt von einem defekten Erzstampfer, der in einem verlassenen Nebenstollen der alten Mine steht. Ja. Warum der wohl verlassen wurde, braucht nicht gesagt zu werden, ne? Oh Mann, ey. Heilstunde wieder, Pilze. Da unten war jetzt noch jede Menge Rabenkraut und so, aber ich glaube, ich lasse es da liegen. Vielleicht können wir ja später nochmal hierher kommen und die Crawler töten, aber das sind halt drei auf einmal und das. Man hat es gerade gesehen, das ist ein relativ eng begrenztes Gebiet hier und ich will halt nicht dann. 5000 Mal sterben. Wieder hoch. Nein, wieder. Ach, du bist so ein Vogel. Ich sagte wieder hoch und nicht runterfallen. Oh, come on. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 2 Minuten. Ja, ich gehe noch zurück in den normalen Stollen. Diese Leitern sind etwas scheiße, weil die oberste Leitersprosse so angelegt ist, dass man damit nicht ganz hochkommt. Man muss also mit Springen nach oben und das macht er halt nicht immer. Oh, komm schon, ich will nur die Leiter hoch. Das wird wohl nicht zu viel verlangt sein. Ja, okay, dann gehe ich den anderen Weg. Der ist ein bisschen länger, aber ich will jetzt nicht 5000 Jahre hier rumklettern. Weil hier war ja auch eine Leiter. Da muss man halt jetzt nochmal einen Jump machen zur anderen Seite, weil sonst machen wir da ewig rum. Habe ich jetzt keinen Bock. Ich hoffe, die führt uns jetzt dann wieder in den Stollen zurück. Nein, führt sie uns nicht. Ach du Scheiße. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja gut, dann müssen wir doch die Leiter unten nehmen. Ich weiß schon, wir haben jetzt nur noch eine Minute und werden wahrscheinlich... Ach, wisst ihr was, ich werde jetzt den Part cutten und dann werde ich im Off zum... Das erstmal nochmal speichern. Nee, das können wir dann lassen mit dem Speichern, weil da sind wir vor der Leiter. Ich werde jetzt den Part cutten und das dann im Off machen, in den Stollen zurückgehen. Weil ich will nicht schon wieder überziehen jetzt. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, die Minecrawler, ich habe es ja gesagt, die sind ätzend. Jetzt habt ihr auch gesehen, warum. Und ja, wir schauen dann beim nächsten Mal, wie wir gegen die weiter klarkommen. Bis dahin, macht's gut.